Wie es der Titel schon sagt, geht es in dem heutigen Video um die Veränderung vom Stadtleben zum Landleben. Ilan und ich, wir haben ja für den Traum unseres Tiny Houses unser Stadtleben aufgegeben, die Wohnung gekündigt und leben inzwischen seit 2 Jahren hier auf dem Land. Was sich genau verändert hat und wie wir das Ganze erleben und ob wir uns denn trotz allem vorstellen könnten, irgendwann vielleicht doch wieder mehr in Stadtnähe zu leben, das erzählen wir euch heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan und ich bin hier, würde ich sagen, das Stadtkind. Ich habe eigentlich nur in der Stadt gelebt, einmal Berlin und Montreal in Kanada für knapp 7 Jahre. Und das heißt, ich kannte vorher nur die Stadt. Jetzt ist Berlin natürlich auch sehr weitläufig, aber das, was wir hier erleben, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Anja kennt es aber wiederum, weil sie ist ja hier geboren bzw. aufgewachsen. Ne? Genau, ich bin auf dem Land groß geworden und habe, glaube ich, so alle bekannten Klischees miterlebt und mich hat es dann irgendwann nach dem Abi damals rausgezogen. Ich wollte erstmal in die große weite Welt, habe 1 Jahr Australien bereist, bin dann gleich nach Köln gezogen und danach dann gleich nach Berlin zum Studium, ja, wo wir uns auch kennengelernt haben und gemeinsam haben wir dann das Stadtleben für 5 Jahre erlebt. 5 Jahre? Ja, fünf oder sechs. Fünf. Und sind jetzt wieder auf dem Land und möchten so ein bisschen von unseren Erlebnissen auch erzählen, wie wir das wahrgenommen haben. Nehmen wir mal das Thema Lautstärke. Wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke in der Stadt, muss ich sagen, dass ich die natürlich nicht so wahrgenommen habe, also nicht negativ wahrgenommen habe. Man gewöhnt sich natürlich auch dran. Wir haben aber auch in Wohnvierteln gewohnt, die man eigentlich auch als Rückzugsort bezeichnen könnte in Berlin. Also nicht an der Hauptstraße. Kein Trubel, so. Keine Hauptstraße, eher die Seitenstraße. Und daher war das ein schöner Ausgleich. Du warst in 15, 20 Minuten in der Stadt. Unsere letzte Wohnung, beziehungsweise die Wohnung davor noch, die war ja in Friedrichshain, die war deutlich lauter. Also das war das Lauteste, was ich hier erlebt habe bis dato, weil wir direkt an der Karl-Marx-Allee gewohnt haben. Also man muss sich quasi eine Landebahn vorstellen und eine Startbahn nebeneinander. Aber es war auch so, dass wir dort das Glück hatten, das war ja eine WG, ich bin quasi in ein Zimmer gezogen, in ein WG-Zimmer. Und da war es aber Gott sei Dank so, dass dieses Zimmer nach hinten rausging. Das ist trotzdem eine andere Geräuschkulisse. Man nimmt es doch im starken Kontrast zur Hauptstraße als Ruhepol wahr. Und auch als wir dann zusammen in unsere Wohnung gezogen sind, war es in der Wohnung ja auch immer leise. Nur dadurch, dass wir mal wieder an der Hauptstraße die Wohnung hatten, war es dann morgens eben so das klassische Beispiel nach dem Aufstehen. Du stehst auf, lüftest, machst also die Fenster auf und hast das Meeresrauschen von vorbeifahrenden Autos und dem Hupen. Das war die nächste Hauptstraße, die sie gerade erwähnt. Und irgendwie waren auch immer Unfälle an dieser Ecke. Stimmt, ja. Aber man kann auch in Berlin genauso relativ schnell raus und sich erholen. Aber zumindest da, wo wir gelebt haben, war es dann doch sehr eng besiedelt und eher ein Ortskern oder ein Stadtkern als das Randgebiet. Ja. Im Kontrast jetzt zum Land. Also der Kontrast könnte nicht größer sein. Wir haben jetzt hier die frischeste Luft. Du machst also morgens das Fenster auf und hier wirst du geweckt vom Vogelgezwitscher. Von den Hühnern. Von den Hühnern. Aber auf dem Land ist es ja auch nicht immer leise. Nein. Man ist da ja auch dann die extreme Ruhe und diese Idylle gewohnt. Ja. Und wenn du dann draußen morgens mit deinem Kaffee sitzt und denkst, ach, ist das schön und ruhig. Dann gerade im Sommer springen links und rechts und vor dir und hinter dir alle Rasenmäher an. Stimmt. Nächster Punkt, Mobilität. Eigentlich brauchst du in Berlin kein Auto oder in der Stadt. Wir waren in 5 bis 10 Minuten waren wir überall. Aber auch in meiner Kindheit kannte ich das nicht anders. Mit der U-Bahn, mit dem Bus, mit der S-Bahn, du kommst überall hin. Du kommst auch fußläufig überall hin. Also du kannst eigentlich alles erledigen am Tag, was du brauchst. In der Kindheit auf dem Land, das war schon ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, da gibt es einige, die das vielleicht auch fühlen. Wenn du wirklich das Glück hast, dass überhaupt einmal vielleicht die Stunde ein Bus kommt. Man muss doch ganz anders seine Verabredungen planen. Und gerade als Teenie, wenn du noch unter 16 bist, ist das schon echt schwierig. Denn hier auf dem Land gibt es auch viele Dorfpartys und du willst dich ja auch mit Freunden treffen und du bist immer abhängig von einem Elternteil oder einem älteren Bruder oder Schwester, der dich dann fährt oder die dich dann fährt. Das heißt, klassisch auf dem Land, und da war ich eine von ganz, ganz vielen, haben natürlich sofort, sobald es möglich war, den Moped-Führerschein gemacht. Und das war unsere Freiheit. Und genauso ging das dann auch weiter mit dem Autoführerschein. Also ohne das
wäre es wirklich eine große Einschränkung gewesen. Natürlich ist es so, die Möglichkeit war immer da, jeden Tag einkaufen zu gehen und alles zu bekommen, was man braucht. Man braucht nicht alles heute tragen, man kann es ja auch auf den nächsten Tag verlegen und den darauf folgenden Tag. Somit waren wir jeden Tag einkaufen und haben natürlich auch das mitgenommen, was wir vielleicht in dem Moment nicht brauchen. Das heißt, die Verlockung war immer da. Da haben wir uns auch sehr, sehr leicht und sehr oft verleiten lassen, auch mal zu sagen, ja, heute kochen wir nicht. Keine Arbeit mehr bitte in der Küche und mit dem Aufräumen und so. Und dann ist man natürlich essen gegangen, weil es war ja auch alles da. Wir hatten Thailändisch, Vietnamesisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch. Alles. Alles vor der Tür, alles natürlich auch irgendwie in vegan, was natürlich hier auf dem Dorf überhaupt kein Thema ist. Nicht wirklich geht, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Ich glaube, für unsere Ernährungsweise auf dem Land auf jeden Fall komplizierter. Da ist ja Berlin oder andere Großstädte, das ist ja für uns das Vegan Paradise. Und da gibt man natürlich auch mehr Geld aus. Nächster Punkt, Miete, natürlich auch, wenn wir noch bei Kosten sind. Gut, in unserer jetzigen WG-Situation ist es was anderes, aber wenn man es jetzt pauschalisiert, kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Mieten auf dem Land günstiger sind als in der Stadt. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema der Anonymität. Man kennt es ja von der Großstadt. Man meint auf jeden Fall, man ist anonymer oder man hat führt ein anonymeres Leben. Es ist auch zum Teil so, dass es weitläufiger ist. Ne? Es ist weitläufiger, es sind viel, viel mehr Menschen unterwegs. Und ja, es ist auch so, dass du den Großteil dieser Menschen nicht kennst, aber über 20, 25 Jahre, bei mir war es jedenfalls so, häufen sich schon Lebensphasen und die Menschen dieser Lebensphasen auch an. Ich hatte einfach das Gefühl, in der Stadt, in der Anonymität, mich mehr ausprobieren zu können und mehr meinen Stil zu finden. Und bin dann auch mit gutem Gefühl einfach mal mit einer Jogging- oder einer chilligen Hose dann rumgelaufen und habe mich gut gefühlt. Und das habe ich eigentlich aus der Stadt mit wieder aufs Land genommen. Das, was ich mir früher nicht getraut hätte, so fahre ich jetzt aber auch ins Dorf und das ist okay. Wo Ilan dann tendenziell eher sagt, willst du dir nicht eine andere Hose anziehen? Oder, und ich konnte dann im Gegenteil Ilan frage, willst du dir jetzt ein Hemd anziehen, wenn wir jetzt einkaufen fahren? Weiter geht's. Wie ist es eigentlich mit der Luftqualität? Ich mochte natürlich auch so ein bisschen diesen Essensduft in der, also diese Essensnote. Aber nicht die Abgase. Nicht die Abgase. Trotzdem ist es schon so, dass das hier anders. Das ist hier nochmal was anderes. Also hier hast du nochmal andere Noten in der Luft. Also dieser Essensduft ist höchstens mal ein Grillduft. Das ist auch schön. Wenn nicht gerade noch eine andere Note dazu kommt. Und das ist auch wirklich witzig, weil immer als meine Großcousine aus der Stadt mal zu Geburtstagen hier aufs Land kam, die meinten immer, boah, bei euch stinkt das so nach Gülle. Und wir haben dann immer gebettelt und meinen, ja, und bei euch riecht es nach Abgasen. Und tatsächlich, auch wenn man grundsätzlich oder wir grundsätzlich bestätigen würden, die Luft auf dem Land ist auf jeden Fall besser, wenn die hier ihre Gülle ausstreuen, dann wünschen wir uns dann doch lieber ein paar Abgase einzuatmen. Vom Feld auf der rechten Seite und das Feld auf der linken Seite und dann bist du in der Mitte im Wald quasi und da staut sich dann die Gülle Luft. Da kannst du auch keine Wäsche trocknen. Du kannst nur noch so gehen. Ja. Trotzdem muss man einfach sagen, dass das hier schon noch eine andere Luft ist. Und das ist auch für uns ein Stück Lebensqualität, die wir dazu gewonnen haben. Ja. Da wir ja auch Hundebesitzer sind, möchten wir gerne den Punkt noch mit reinbringen, wie sich das Ganze auch für Vincent verändert hat. Das Leben, unser Mops, ja. Das Leben in der Stadt im Vergleich zum Leben auf dem Land. Und grundsätzlich ist es in der Stadt so gewesen, dass Vincent eigentlich fast jeden Tag mit vielen verschiedenen Hunden gespielt hat. Oder zumindest auch immer am Wochenende am Grunewaldsee, weil dort nämlich auch die Hunde alle ohne Leine rumlaufen dürfen. Oder im Hundepark sie sich immer kennenlernen und immer irgendeiner gefunden wurde, mit dem man spielen kann oder schmusen kann. Das war schon wirklich toll. Sehr sozial. Ja. Also die Hunde sind sehr sozialisiert in der Stadt. Weil man ja immer so sagt, ja, in der Stadthund. Stadt, ein Stadthund, das kann nicht gut sein für das Tier. Es ist nicht gut für das Tier, wenn es den ganzen Tag zu Hause bleibt, aber wenn man regelmäßig rausgeht und den Hund auch mal mitnimmt, dann kann es auch sehr schön sein. Zusammenfassend, Vincent genießt den Garten hier. Man trifft sich ab und zu mal auf dem Feld oder aber unsere halt nicht Nachbarn. Täglich, ne? Aber nicht täglich und auch nicht so viele Hunde auf einmal. Das hat sich also für ihn verändert. Letzte Frage noch, ob wir uns vorstellen könnten, vielleicht doch irgendwann mal wieder in Richtung Stadt zu ziehen. Mit unserem Tiny House natürlich. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Vielleicht nicht ins Zentrum. Also es geht natürlich mit dem Tiny House auch schlecht. Aber vielleicht irgendwie am Rande der Stadt, da wo man vielleicht nur 30 Minuten entfernt ist vom Stadtzentrum. Ja, ein neuer Tag.
Wir haben gestern nicht bemerkt, dass wir doch ein technisches Problem hatten zum Schluss. Wir haben einfach nicht aufgenommen. Und ja, oder so. Ja. Genau. Grundsätzlich sehen wir in dem Stadtleben als auch in dem Landleben Vor- und Nachteile. Und abhängig von der Lebensphase, in der man sich befindet, passt das ein oder andere besser oder schlechter. Im Moment haben wir für uns auch aufgrund der Tiny House-Situation die für uns beste Entscheidung getroffen. Wir genießen das total und haben vor allem auch gemerkt, dass uns das Landleben runterholt. Ja. Du hast immer so schön gesagt, ich finde es so toll, auf dem Land morgens aufzustehen, aber in die Stadt zur Arbeit zu fahren, aber abends auf dem Land wieder runterzukommen. Ne? Ja, es gibt mir irgendwie auch nochmal einen eigenen Rhythmus. Ja. Also ich habe auf jeden Fall einen eigenen Rhythmus gefunden, so sehe ich das jedenfalls. Ich habe eine andere Ruhe. Da ist uns auch erstmal aufgefallen, wie schnell der Rhythmus in der Stadt war. Also man lebt ja mit dem Stadtrhythmus, irgendwie synchronisiert man sich so ein bisschen damit und merkt gar nicht, wie sehr einen das stressen kann. Das haben wir jetzt erst in diesem direkten Vergleich auch rausgefunden. Und das war uns im Moment zu schnell für unsere jetzige Lebensphase. Die Kreativität konnte nochmal gesteigert werden hier an diesem Ort. Man kann sich besser fokussieren. Also im Moment sehen wir nur Vorteile. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unter dem Video in den Kommentaren auch mal aufschreibt, sofern ihr diesen Stadt-Land-Wechsel oder umgekehrt erlebt habt, wie das für euch war, ob ihr das ähnlich empfunden habt wie wir oder das total in die andere Richtung geht. Ab und zu kamen ja so ein paar Stadt- und Land-Klischees durch. Das ist immer mit Ausnahmen vorbehalten. Das war jetzt lediglich auch unsere Erfahrung, wie wir das erlebt haben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Gerne. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzusehen. Tschüss. Tschüss.